Ja, liebe Halsenbickerinnen und Halsenbicker, heute kann ich Ihnen eine ganz tolle Dame vorstellen, nämlich die Frau Kaufmann, die zum vierten Mal hintereinander in der Kategorie Beste Damen beim Stadtradeln in Halsenbick gewonnen hat. Und heute haben wir die Siegerehrung vorgenommen für Frau Kaufmann, weil sie bei der großen Siegerehrung nicht dabei sein konnte, haben wir das nachgeholt. Denn so eine Leistung verdient Respekt und Anerkennung. Und sie ist garantiert mit ihren 83 Jahren, darf ich sagen, ein Vorbild für viele, nicht nur junge Frauen, sondern generell für alle Bürgerinnen und Bürger in Halsenbeck, sich aufs Rad zu schwingen. Es macht Spaß, es ist gesund und klimaneutral. Von daher, macht mit, sattelt um. Frau Kaufmann ist das beste Beispiel, es funktioniert auch im hohen Alter noch. Radfahren macht Spaß, oder? Wenn die Radwege dann auch noch mal besser werden. Ja, da hast du recht. Das machen wir in Halsenbeck. Kümmern wir uns. Ja, vielen Dank. Hoffentlich. Ich fahre alles mache ich habe kein Auto. Ich mache alles mit dem Fahrrad. Manchmal viel zu viel. Ich wohne ja hier im alten Zentrum und fahre zu Aldi mit dem Fahrrad. Ne? Aber dann brauche ich es nicht schleppen. Und zweitens macht es mir Spaß. Ne? Und es fördert die Gesundheit. Soll gut für die Knie sein. Laufen ist nicht mehr so. Das schaffe ich nicht mehr so. Aber Radfahren geht immer noch.